So, hallo und willkommen. Hier sind wir wieder. Willkommen zurück zu Let's Play Nerim. In der letzten Folge konnten wir mit Melvin aus den Zellen fliehen und jetzt wollen wir auch direkt weiter. Verdammt! Oh, Schinks! Ich Mist. Helfe runter, schnell! Noch ein paar Kämpfe. Erstmal. Aber ihr seht, das handeln wir gut. Klar, dank einem so guten Magier wie Melvin haben wir da keine Probleme. Ja, gut, während der Soldat hier mal auf Melvin einkloppt, kann ich ja währenddessen auf ihm einkloppen. Was haltet ihr davon? So, ich habe noch ein paar Einstellungen verändert. Ich hoffe, dass die das Spiel entsprechend flüssiger bzw. einfach generell besser laufen lassen. Wenn nicht, werde ich sie sofort wieder zurück einstellen. Ganz klar. Nein, eine mögliche Tür. Dann müssen wir mal hier lang. Ja. Passt auf, wo ihr hintretet. Da geht's tief runter. Och, das sieht jetzt mir nicht so schlimm aus, aber na gut. Und tatsächlich habe ich gerade knappe 50 Frames die ganze Zeit. Das wird uns etwas Zeit verschaffen. Und das bedeutet eigentlich nur Gutes. Aber da wir uns in einem Gebäude befinden, ist das noch nicht endgültig. Aber wir werden es schon sehen. Seht ihr das? Ja? Da sind Nein. zwei Schlösser. Wir brauchen beide Schlüssel, damit die Tür aufgeht. Gut. Ich halte Wache. Ja, ich weiß, wo die Schlüssel sind. Sie sind aber auch offensichtlich zu finden. Wir müssen einfach zwei der Räume untersuchen und schon finden wir die Schlüssel. Ist also nichts Großes. Aber dann haben wir nämlich auch gerne mit. Wie ich schon mal anmerkte. Habt ihr beide Schlüssel? Ja. Los, gebt mir einen! Hier. Bei drei stecken wir gemeinsam die Schlüssel ins Schloss. Ja? Nicht früher und nicht später. Ja. Ja? Ja. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Und nun weiter. Schnell! Okay, weiter geht's. Möglichst. Dann bleibt nur noch ein Weg. Hier lang. Alle Türen öffnen. Hier nicht. Dann wohl hier lang. So, ja. Oh, neue Gegner. Und, nach das Essen, das, was ich erzählen will, erzählt es euch nach dem Kampf. In Ordnung? Sehr gut, Melvin ist wirklich ein effektiver Magier. Ein effektiver Kampfgefährte. Tja, während er auf Melvin einschlägt, habe ich kein Problem, auf ihm einzuschlagen. Melvin ist der Magier-Tank. Obwohl es das zwar nicht gibt, Magier-Tanks. Oh, Mitternachtsschlaf. Rang 2. Ein neuer Zauber. Eine Rune bedeutet immer ein Zauber. So viel schon mal zu meiner gerade etwas sinnlosen Anmerkung. Frage, ob das ein Zauber ist. So. Ja, dann wollen wir ihn mal lernen. Bumm. Ach ja, und einmal reparieren. Ihr seht, ich kann jetzt auch meine ganzen magischen Sachen reparieren. Was mir nur zum Vorteil gereicht, aus zwei Gründen. Erstens werde ich dadurch automatisch noch effektiver, noch schneller besser in reparieren. Und zweitens, ja, ne, der zweite Vorteil ist offensichtlich. Was wollte ich nachgucken? Ach ja, den Zauber. Wo ist er? Mitternachtsschlaf. Lähmen für 3 Sekunden. Braucht man Illusionen von 25. Und lass mich raten. Das Illusionstalent habe ich nicht. Haha. Ja, man muss natürlich auch über einen gewissen Talentwert bei dem entsprechenden Zauberbereich schon verfügen. Weil sonst kann man das ja vergessen. Du musst irgendwo eine Tür in den Keller sein. Hier? Hier diese? Ich kann die Tür öffnen, aber da ist ein magisches Schloss dran. Hm. Die wissen genau, dass man durch die Kanäle abhauen kann.
Ihr müsst mich verteidigen, während ich uns den Weg freimache. Alles klar. Haltet euch bereit. Sicherlich kommen sie bald. Ah, da ist der Erste. Zum Glück ist er für mich kein Problem. Da ist auf einem mehr als ausreißenden Level bin. Zack. Komm nur her. Er euch, mein Freund. Oder sagt lieber mein Feind? Der Kleidung, die will ich haben. Du wirst genauso gestraft. Und bevor ihr euch fragt, warum ich jetzt mit dem Schwert und nicht mit der doch etwas effektiveren Axt kämpfe, ich will auch das Schwertalent natürlich verbessern. Und... Ich bin gleich fertig. Einen Moment. Was hat er erstmal? Ui. Zwei, hä? Na gut. Euer Schwertkampftalent hat sich verbessert. Ich mag die Musik. Au. Ach ja, wo sind meine Buffs? Ich habe vergessen, meine Buffs anzulegen. Kein Wunder, dass ich gerade nicht ein bisschen weniger effektiv kämpfe. So, Nummer 1. Immerhin geben ordentlich EP. Kann er mir helfen? Nein, er tut nichts. Er muss noch wohl das Schloss öffnen. Und? Verfehlt. Und? Oh! Die Tür ist offen. Da liegen ja Tränke rum. Die habe ich nie gesehen. Na, seht ihr, Freunde? Es gibt Dinge, die kann man auch beim zweiten Durchgang nochmal finden. Diese Tränke zum Beispiel waren mir völlig neu. Ich muss jetzt nur den Wachmann da wegkriegen. Das könnte etwas dauern gerade. Ein Moment. Ich denke, ich gehe kurz mal. Oder wartet? Nee, ich denke, ich habe soweit geschafft. Ja. Ja, mit einer Tasse kann man nämlich leisten und auch Gegenstände umherziehen. Und ja, ich wollte nur gerade den Wachtypen wegziehen, um an die Tränke zu kommen. Jetzt lege ich mir natürlich noch meine wichtigen Buffs an. Dafür nehme ich erstmal ein paar Tränke. Ich gehe immer irgendwie erst auf Magie, auf den Magiebereich für die Tränke, warum auch immer. Vielleicht bin ich das so gewöhnt. So, einmal den Zauber und einmal den Zauber. Und, nein, im Moment brauchen wir ja keine Fackel, das meine ich, ja. Wer weiß, vielleicht... Springen Sie rein, so können wir sie abschütteln. Okay. Juhu! Laden. Ja, und die Ladescreens gehen jetzt sehr flott, sind jetzt sehr flott, fertig, geladen, so. Okay, und... Ah, hier kann ich suchen. Gut. Weiter geht's. Auf der Flucht. Wow. War dumm. Oh. Mist. Wir sind wie die Tölpel in eine Falle gerannt. Ich fürchte, die Trümmer haben mich verletzt. Und nein. Sie sind so schwer, als dass ich sie bewegen könnte. Es sieht so aus, als ob die Reise hier für mich endet. Nein. Ich gehe nur durch die Kanäle nach draußen und such Callisto im alten Bergkloster auf. Okay. Es ist im Nordreich. Mhm. Gebt Acht auf euch. Dort wimmelt es nur so von Soldaten. Ihr müsst an der Nordstadt Kabaed links vorbei. Kabaed links. Und einen Pfad ins Gebirge nehmen. Dann kommt ihr zum Kloster. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Ich versuche, die Wachen noch so lange wie möglich aufzuhalten, aber...